Hallo und willkommen zurück zu The Sims 4. So, Pranka. Na, jetzt war. So, Triff. Meine zwei alten Männer. Gut. Niki ist am Plaudern, wird danach was trinken und dann ein bisschen lesen. Und ihr zwar? Ihr könntet euch ja prinzipiell zusammen mal einen Film angucken, oder? Ja, Filmern sehen mit. Ihr guckt euch den hier an. Ede, genau. Macht das mal. Oh, bei Ede klingelt das Telefon. Oder auch nicht, doch. Ein Lehrer hat bemerkt, wie Chris bei einem Test auf das Blatt eines Mitschülers geschielt hat und ihn ins Sekretariat geschickt. Ich bin sicher, dass das ein Irrtum war. Mein Kind sollte den Test neu machen. Ja, komm, das war ein Irrtum. Der Ede glaubt nicht, dass Chris sowas macht. So. Oh, Niki trinkt jetzt was und wird danach lesen. Oh. Ja. Ging's schon wieder. Egal. Dann mal hier auf dem Tisch. Will Putzfrau wegmachen. Oh. Na? Ede? Was tust du da? Ede. Swin K. Sarif. Yibsy. Ede, warum tanzt denn du? Soulbrift. Ja, gut, egal. Wisst ihr was? Aber nicht, trainieren. Body Shaping. Ihr macht ein Tanzvideo, wenn der Ede jetzt auch mal so beim Tanzen ist. Oh. Ah. Matti, setz dich mal bitte jetzt hier hin. Ede, der wird jetzt hier das Tanzvideo starten. Hallo? Mehr Auswahl. Ede? Was tust du da? Ach, jetzt geht's los. Kann der Matti hier mitmachen? Mehr Auswahl? Warum kann der Matti nicht mitmachen? Moment. Muss irgendwie gehen. Tratschen. Mehr Auswahl. Freundlich. Ja. Keine Ahnung. Ede, das ist albern. Hör auf. Warum kann der Matti hier nicht trainieren? Verstehe ich nicht. Und wenn jetzt das nur den Matti macht, kann der das? Oh, Freundschaftsdienst. Der Freund... Nevia hat Freunde? Also der Freund von Nevia hat nicht für die wichtige Klassenarbeit am heutigen Tag gelernt. Da Nevia die Prüfung schon früher am Tag abgelegt hat, kennt sie die Fragen und könnte ihr die Antworten geben. Soll sie ihrem Freund helfen oder ihn die Prüfung ohne Hilfe machen lassen? Es ist Nevia, die hilft nicht. Nevia bleibt standhaft. Moment. Mehr Auswahl. Ach hier, guck, jetzt kann Matt tanzen. Nevia bleibt standhaft. Sie kann schließlich nicht ihre eigene Zensur gefährden. Das gefällt dem Freund nicht und er nimmt sich vor, Nevia nie wieder zu helfen. Jo. Ede, was quatschst denn du hier so still vor dich hin? Oh, Quimba. Weißt du auch nicht, ne? Shop in Revuda. Wo ist Matti? Der ist da. Oh, Tim. Und Niki, was machst du? Im Spiegel stehen. Das ist schön. Niki, du könntest ja mal... Was möchtest du denn machen? Das hat Elsa in der Schule getroffen, okay. Du könntest ja mal ein bisschen schwimmen gehen oder so. Mach das mal.
Nacktbad. Unten schwimmen. Der Ederson. Zocken. Soulbrift. Matty weiß nicht so richtig mit sich anzufangen. Ja, Matty, hm? Dein Leben ist auch nicht leicht. Was möchtest denn du? Aber der Matty ist nur noch am Saufen hier. Moment. Du möchtest Pflanze abernten, Weltkulturkanal schauen und am Computer Informationen über Vampire suchen. Das ist alles doof, Matty. Weißt du, was du machst? Dinge üben, nee. Ah, du kannst mal joggen gehen. Der Eder. Der Eder weiß schon, was er tut. Niki, sind die größten Runden, die du schwimmen kannst. Niki ist Rundenschwimmen. Hä? Chris hat Christina in der Schule getroffen. Schön. Mäuschen. Mäuschen, du könntest ja mal... Setz dich mal hier hin. Und dann... liest du das Buch, das weg ist. Wo ist das Buch? Ist das Buch? In welchem Badezimmer warst denn du? Wo hat sie denn das Buch hingetan? Nee, nicht in Inventar platzieren. Das Buch weggeräumt. Olle. Trine. Hast du hier in dem Bad? Das Buch vielleicht hier irgendwo? Nicht so aus, ne? Hier liegt's auch nicht. Hier auch nicht. Hat sie denn das Buch jetzt hingetan? Weiß ich nicht. Aber du könntest mal das reparieren. Während der Ede sich einen Obstsalat nimmt. Das ist okay. Und der Matty. Matty? Norb! Steht vor der Tür. Ach, weißt du, Matty. Geh nochmal joggen. Ede isst jetzt den Obstsalat. Niki hat das oder repariert das jetzt. Wo hat sie denn das Buch hingeschmissen? Haben wir ein Bücherregal? Geh davon aus, warte mal, mach mal auf. Das Buch ist doch bestimmt. Hier ist es. Wächst im Rhein. Deines. Ja, ein. So. Dann können wir das zumachen. Chris hat Fatima in der Schule getroffen, das ist schön, dann kannst du dich mal hier hinsetzen und kannst das Buch lesen. So. Mach das mal. Matty ist zum Joggen. Schön. So, Matt. Fühlst du dich gut? Das ist schön. Ja, dann lies es halt hier. Ist auch okay. Der Matt muss dann mal auf den Topf. Kann er einmal gehen, bitte?
Und hat dann auch Hunger, aber da wird er sich, denke ich, selber drum kümmern. Oh. Na, jetzt war. Ach, der Ede. Man kann ihn nur lieb haben. Die ist so kreativ. Weiß den gleich. Ah, Nevia geht's richtig schlecht. Aber sie so müde ist, okay? Was denn jetzt? Hört auf, mich anzustarren. Manchmal hat man das Gefühl, als würde man alles falsch machen und die ganze Welt würde einen dafür verurteilen. Nevia. Ist halt so, ne? Ah, angespannt. Herzl, du gehst bitte erstmal auf Klo. Und dann kannst du mal zeichnen. Fahrzeug. Vielleicht gibt dir das so ein bisschen. Vielleicht beruhigt dich das so ein bisschen. Nevia. Kommt hier A angeblendet und geht gleich ins Bett. Das ist okay. Der Ede? Macht denn der Ede? Zucker zu und dazu bereiten. Ach, die beiden Männer hier. Und du isst schon wieder so einen schlechten Spieß. Das ist okay. Chrissy ist extrem angespannt und ist auch müde. Sollten wir ihn da einfach ins Bett gehen lassen? Weiß nicht. Ne, mal erstmal. Ja, mach das erstmal. Du bist im Bett. Machst ein Nickerchen, okay. Dann auch Hunger. Du kommst schon klar. Du bist noch am Lesen. Der Ede. Shalbo, Barlini, hier, einstecken. Yorin. Einstecken, Fräulein. Buffani, Barlini, werden Männer quatschen. Sie fühlt sich sehr unwohl. Weil er so müde ist. Noch was zu essen in der Tasche? Nee. Na gut. Mal du mal. Dann kannst du noch schnell was essen. Schnelle Mahlzeit. Ist bloß ein Joghurt und dann gehst du ins Bett. Ja, so machen wir das. Dann sind wir hier. Ja. Und schlafen. Du hast hier noch was einstecken. Ah, ist verdorben. Schade. War das hier? Nee. Wenn wir nicht, dann stellen wir es dahin. So. Das ist alles verdorben. Ach, Mann. Dann, isst du bitte auch noch schnell. Schnelle Mahlzeit. Isst bitte an, Joghurt. Ach nee, du hast gar nicht so einen Hunger. Ah. Du hast gar keine, nicht so einen Hunger. Du kannst weiter schlafen. Warte. Schlafen. Der Chris malt es jetzt noch schnell fertig. Dann isst er was. Dann geht er ins Bett. Die Niki, der geht's gut. Der Ede muss mal auf den Topf. Ede. Mein Gott, Ede, geh doch bitte einfach auf den Topf. Hör auf zu saufen und geh einfach. Gora, Gora! Matti, Matti geht's aber gut. Ah, Ina. Was ist denn da los? Kleiner Mann. Muss ein bisschen schneller malen, dann geht das schon. Würde ich das schon gerne noch fertig zeichnen lassen. Ja, das wird schon. Ede geht's jetzt sonst auch gut.
Wer ist umgekippt? Du nicht? Du auch nicht? Hä? Hä? Oh. Geht doch allen super. Meiner Mann? Hm. Verstehe nicht. Angeblich ist gerade jemand umgekippt, aber ist nicht. Wadida Conchio? Grenoble. Afflin. Du bittest um Rat, warum? Freunde werden. Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber es scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit es mein Freund wird? Sei einfach weiter nett. Oder überlege dir eine besondere Freundschaftsgeste. Sei nett. Ten. Empathie singt sehr gut. Eve. So wollten wir das doch. Warum gehst du nur nicht ins Bett? Die Frau ist völlig durch. Nareen. Warum geht sie denn nicht ins Bett? Wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, musst du davor noch was essen. Ja, gut. Sie will offensichtlich nicht ins Bett. Das heißt, sie wird das jetzt hier öffnen und sich ein Stück Kuchen nehmen und danach schlafen gehen. Gut. Wer nicht ins Bett will, ja. Chrissy, vom Hunger her jetzt. Du kannst schlafen gehen, Chris. Lass es einfach stehen, es ist okay. Ja, geh jetzt schlafen, kleiner Mann. Geh schlafen. Ja, gut. Oh, nein, nicht umfallen, sondern schlafen gehen einfach nur. Schlafst du schon noch? Wir folgen dir mal unauffällig. Huch, Chris. Geh einfach schlafen, ja? Siehste. Chris? Chris? Warum, Sims? Was ist der Sinn dahinter, dass er in sein Zimmer geht, kurz vor seinem Bett steht, umdreht, zurückgeht, um umzufallen? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Gut, Chris. Ich verstehe. Du gehst bitte schlafen. Ach du. Du liegst da hier. Du könntest da schlafen gehen. Was hältst du davon? So. Niki, dir geht's gut. Ede, der wird dann langsam müde, aber das ist okay. Matty geht's auch gut. Genau, du gehst jetzt bitte einfach schlafen. Ja. Du könntest ja mal eine glückliche SMS schicken an... an... Moment. Und dann hast du Durst. Willst du das dann noch schnell was trinken? Du hast recht, heute ist ein toller Tag. Ziehen wir los und amüsieren uns. Kaffee, Hase und Igel.
Ja, warum denn nicht? So prinzipiell. Ich meine, sie ist ein Vampir, ja? Sie gibt es ja jetzt nicht wirklich an. So. Ich glaube, ich schneide euch die Wartezeit wieder raus. Und da sind wir im Café Hase und Igel. Schätzchen, zwar, du siehst extrem gut aus in deinem Badeanzug, aber könntest du vielleicht normale Klamotten anziehen? Oder das hier könntest du mal anziehen, das hast du lange nicht an. Und dann könnt ihr ja mal eine tiefgründige Unterhaltung machen. Mark Golfino. Lamina Galpa Watina. Oh, pretend. What's next? Velma. Gut. Dann. Verstecken. Trangella. Grinoy Bars. Oh, Mugava. Branka. Yeah. Hispa. Kres Larkim. Kannst du mal einen Tag verschönern? Und, Ifu Kemba. Quixi. Dazidoba. Dicken Nein. Warum denn beleidigen? Wargo? Shabini Jabid. Turp System. Shem Quibbeth. Barovi Sensen. Gorch Veriki. So freundlich. Torkanu. Meos war freundlich. Yibs! Yeah. Yibs! Yeah. Arvani Zanko! Binar! Shimba! Prom Pampe! Baina Wexa! Looks like Jeffino! Oh, DZ Wog! Phoebna Smurgs! Skiba Nerds! Please! No? Yebemi Boish, Penthip Abivu. Tschüss, Roman. Wenn ich das würde, Niki noch mit dir reden. Baku Yang. Das glaube ich aber nicht. Was macht denn der schon wieder hier? Zangala. Baku. Was denn jetzt? Plaudern, okay. Ja, dann plaudert ihr am bitte. Du kannst ihn mal anbaggern. Mal sehen, ob das funktioniert. Ebso, Nutsch, aha. Das funktioniert. Binkoya. Gut. Mehr Auswahl. Freundlich. Dann könntest du. Ja, Behorn. Sie ist jetzt kokett. Ah, nicht. Keine Ahnung. Redet über. Frag ihn mal nach seinem Tag. Was machst denn du jetzt? Über Familienmitglied nachdenken. Oh. Ach, schön, dass er da sitzt und du hier. Oh, Shinoi. Wünsche ihm bitte seinen Tag. Er ist sehr kokett. Oh, Vadish. Dorave Kweba. Was will denn die hier? Shirsha Gibaru. Quinhar. Yifka Bumzoi. Falanas Pitfall. Bivange. Einmal Nummern austauschen, bitte. Oh. Plus a May? Oh. Amador. Kann die mal weggehen? Licht, doch. Na, wie das hier läuft. Schwabe.
You want the food! Gut, jetzt geht sie das Geschirr abspülen. Ach, Mädel. Was soll das nur werden? Jawohl. Gibt's hier vielleicht irgendwo... Na, guck mal hier. Hier könnt ihr doch zusammensitzen. Das halte ich prinzipiell für eine gute Idee. Heißer Draht, weil Nummern ausgetauscht hat, okay? Jetzt... Kommt schon. Hier. Genau, zusammensitzen. Die wuscht schon mal hin. Roman, kommst du auch? Ah, zusammensitzen, bitte. Ah, da kommt er. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, 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 nein. Roman, nein. Komm wieder her. Aha. Jibs. Ja, da kommt er wieder. Sehr gut. Setzt euch dort bitte jetzt zusammen hin. So, warte. Jetzt wird bitte beleidigen. Nein, ihr solltet hier zusammen sitzen. Aha. Ganz einfach. Hinsetzen. Roman, setz dich. Roman, setz dich. So. Also, stopp. Dann. Kannst du dir mal süße Nichtigkeiten flüstern? Mehr Auswahl. Romantik. Könnt ihr hier nicht ein bisschen kuscheln oder so? Muss ich mal tief in die Augen schauen. Das machen wir jetzt noch. Amphora. Yenatavi. Duna, wow. Ish. Oh. Narshgul Kenefai. Neyibsi. Femvoi. Na, das funktioniert ja super. Na. No. Unbehagliche Begegnung. Okay, schade. Mehr Auswahl. Freundlich. Mehr Auswahl. Du kannst mal nach seinem, noch mal nach seinem Tag fragen. Und könntest dir mal einen Witz machen. Hilft das. Lustig. Jemanden parodieren. So. Hör auf, ihn anzustarren. Benasse? Been equipped. Ched Strasse, Chema Pojos. Okay, mehr Auswahl. Lustig. Ein Polizistenwitz. Eine lustige Geschichte erzählen. Oh, er ist müde. Kimba Darfy. Inja, Inja. Javi. Yebu Panka. Ich glaube, das wird heute auf jeden Fall nichts mehr mit Roman und ihr. Obwohl die beiden sich sehr gut verstehen. Er geht jetzt auch. Und ich würde denken, damit machen wir einen Cut für heute und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder, wenn Niki wieder zu Hause ist. Ciao.